Safari – Daten aus Webarchiv extrahieren. Komplette Webseiten kann Safari als sogenanntes Webarchiv speichern. Dieses Dateiformat ist praktisch, wenn man eine Seite komplett mit allen Bilddateien archivieren will. Möchte man sich diese Dateien später ansehen, hilft TextEdit. Öffnet man ein Webarchiv mit TextEdit, kann man es als Textdokument inklusive Anhängen speichern. Unter macOS X kann man das Dokument per Kontextmenü öffnen. Unter Windows wird diese Datei als Ordner angezeigt.